Hallo auf der wunderschönen Karte Pilsen, heute mit dem 113, dem Tier 10er, daher 9er und 8er Gefecht, wobei die 9er hier sehr in der Unterzahl sind, also eher Tier 10, 8 Gefecht. Der Rapper 93 hat das Ganze hier eingeschickt und wir schauen mal, was er da so imstande ist, damit zu leisten. Jo, da ist eine Mauer. Da wird erstmal gekuschelt. Und da will er jetzt Richtung T54 da schießen. Schießt auch, aber leider No-Hit. So, der T54 probiert es auch. Trifft zwar, allerdings kein Durchschlag. So, jetzt vielleicht nochmal. Genau. Wenn der T54 dann nochmal den Fehler macht und guckt, dann kriegt er halt jetzt wirklich eine mit. Und fast nochmal die zweite hinterher. Na, und was kommt da? T62A? Ja, dann halt dir ein kleiner Schniekertreffer, du. Schade, hat zwar getroffen, aber da hat er schon den Winkel so verändert gehabt, dass da eben kein Durchschlag mehr möglich war. Aber der T54-1, der bekommt nochmal eine mit. Und jetzt geht's hier durchs Tor. Da hat er weit und breit niemanden um sich rum. Man sieht, das wird hier auch kaum gespielt und bespielt hier in der Mitte. Es gibt auch sogar Leute, die noch immer nicht wissen, dass man hier durch diese Tore nicht fahren kann. Also das ist eigentlich sehr kurios. Ich glaube auch der T62A wurde jetzt zumindest mal überrascht, dass er hier durchprescht. Da ist eine Grille. Die ist natürlich ganz schön böse. Da muss auch der schnelle Schuss raus. Deswegen, das Aimen kommt dann an zweiter Stelle. So, jetzt wird hier gewartet, was die Grille macht. Er kriegt hier den Schuss raus und kriegt Gott sei Dank keinen Schaden davon. Grille ein! Nicht zerstört. Da hätte man jetzt vielleicht mal mit der HE-Granate arbeiten können. Aber dann halt den T30, auch kein Problem. So, was macht der Centurion da? Der piekst hier mal eher für knapp über 200 Damage. Na, jetzt guckt er und kriegt dann da wieder die nächste. Der Gegner spekuliert hier so ein bisschen die ganze Zeit. Grille wollte hier zwar schießen, aber hat es in Boden gesammelt und dementsprechend für ihn die Chance, da nochmal einzusetzen. T62A guckt auch wieder vor. Jetzt der dickere Treffer vom T34, der ihn auch den Richtschützen rausgenommen hat, den holt er wieder zurück. Und jetzt sollte der T34 auch mal eine bekommen, aber nein, leider keine. Dafür der Abpraller hier. T62 kommt jetzt hier vor, aber das hat ein bisschen zu lange gedauert. Dementsprechend konnte er ihn den hier einfach rausnehmen. So, da hinten ist eine Arti. Rechts von ihnen die Grille. Die Grille würde ich jetzt hier mal ganz klar priorisieren und vielleicht doch mal mit HE arbeiten. Hätte er jetzt auch umladen können. Grille steht da jetzt mit dem Rücken zu ihm. Erster Treffer. Aber nee, er bleibt hier bei der AP-Munition. Grille guckt jetzt in seine Richtung. Das kann natürlich eher böse enden. Er hat zwar noch so viele Hitpoints, dass er sogar noch einen Schuss abhalten könnte. Und jetzt lädt er seine einzelne HE-Granate. So, Grille hat hier getroffen, aber er hat da die Zeit, oben auf den Turm zu gehen. Jetzt hat die Grille die deutlich längere Nachladezeit. Und damit sollte sie eigentlich zerstört werden. Aber das macht der E4 aus dem Hinterhalb gut. Dann halt die Granate für den nächsten Panzer.
Nee, die Straße würde ich jetzt nicht unbedingt abbiegen. Ja, es schreit jetzt auch nach Hilfe. Ist auch sinnvoll, vielleicht sich jetzt genau hier hinter das Wrack zu stellen und warten, bis da der nächste kommt. Und dann da ein bisschen die Deckung auszunutzen. Da hat der T54E1 etwas zu lang geguckt und bekommt dann gleich die Quittung dafür. So, die Grille da drüben wieder. Jetzt die Frage, wo ist der E100? Auch natürlich noch ein Panzer, der sehr gefürchtet werden muss. Und der IS-5 dahinter. Die Grille 15. Alle jetzt wieder erstmal zu. Hier hinten die beiden. Naja, können auch nicht mehr so viel vertragen, aber Grille 15, 34 Hitpoints. Macht aber sogar nochmal den Damage hier. IS-5 guckt da. Jetzt müssen die da drüben mal die Grille wegholen. Und er will es jetzt wohl mit dem... Ja, jetzt ist endlich mal die Grille weg und mit dem IS aufnehmen. Da hinten der E100 auch noch am Start. Der hat auch noch recht viele Hitpoints. Also, da muss man sagen, sind zwar nicht mehr viele Leute da, aber die haben leider alle noch ordentlich was an HP. So, jetzt schiebt er sich das Wrack so zurecht, dass er hier da drauf kommen kann. Ja, der Treffer war schön. Der E100 hat sich da umfahren. Jetzt kann er also weiterhin auf den IS-5 draufgehen. Nochmal ein schöner, satter Treffer. Versteckt sich hier hinter dem nächsten Wrack, spielt es taktisch sehr schön runter. Und der E100 besorgt es dann dem IS-5. Und jetzt einzig und allein noch der gegnerische E100 am Start. Der kommt jetzt hier seitlich rum, aber da bekommt er den Doppelhit und damit wird er rausgenommen. Einzig und allein dem Replay kann man vorwerfen, zu wenig Kills gefühlt, aber ansonsten über 6000 Schaden, 4000 geblockt und auch 1600 unterstützt. Tolle Runde von einem Panzer, den man eher selten sieht, deswegen hat es mir Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.